Wir hatten Materialaustritt, Stabstrasse. Dann bin ich wieder rauf, also eigentlich etwas pressiert. Also ich habe zwei Stegentritte genommen und, aber ich habe ja nichts, absolut nichts gemerkt, in keiner Art und Weise. Und ja, das Walzwerk wieder angelassen, wir haben von Walzen. Und dort habe ich eigentlich gemerkt, etwas stimmt nicht. Es ist mir schlecht geworden, Sturm. Ich dachte, ja, von der Anstrengung bin ich irgendwie ungezuckert. Marco angerufen und gesagt, du, bring da mal das Zuckermessgerät, irgendetwas stimmt nicht. Nicht einmal 10 Sekunden später hat das mir die linke Arme verschreissen und machen. Und dann habe ich wieder angerufen und gesagt, du Marco, ich glaube, wir haben hier ein Angstproblem. Und da ist gerade losgesäckelt, in den Sani-Raum, geht den Tevi holen. Ich wollte hinten ans Bründli, weil es mir dermassen elend war. Und das war's. Schreien auf den Schreien, Dogi, kommt der Giorgio, hat den Herzparacke bekommen. Bin ich losgesäckelt. Alles ist weggeflogen bei mir, der Helm, die Schiebli, Taschenlampe. So schnell bin ich gesäckelt, auch noch nie im Leben. Gesäckelt. Dann sind wir hier auf die Halbsteuer gekommen. Der Giorgio am Boden gelegen, hat blutet, glaub vom Kopf, er hat den Kopf angeschlagen. Natürlich der erste Blick, ich war auch schockiert, jeder von uns. Einer am Boden, atmet nicht mehr. Am Blüten. Dann haben wir eigentlich auch von reanimieren. Abgewechselt, Nutz- und Notbeatmung, Defi benutzt. Es war recht heavy, ja. Schon ein Schockmoment. Es ist mir so vorgekommen, als wäre es etwa 1-2 Stunden lang. Dafür ist es, glaube ich, nur 15 Minuten gegangen. Es war recht extrem. Weil das waren Leute, die sind schon länger da, die kennen die Bedingungen in diesem Betrieb. Die sind aufeinander auch, die haben das Gespür voneinander und haben richtig reagiert, ohne sie viel miteinander müssen reden, sondern die haben aus der Situation richtig reagiert. Das kann ich nur dann, wenn ich die Sicherheit habe, wenn ich die Sachen einst nicht bekomme und sie können üben, trainieren. Das ist Schulung, das ist ein Teil von Schulung und Erfahrung bezogen. Die Basis ist Schulung, dass man richtig an die Sachen hergeführt wird. Das ist ganz entscheidend. Das ist das Resultat von diesem Zwischenfall. Also, du bist nie gut vorbereitet, glaube ich, für so ein Szenario. Weil wir ja das nicht alltäglich haben, oder nicht so wie jetzt im Spital oder weiss auch nicht was. Für einen Moment sind wir natürlich einfach geschockt gewesen, oder? Vielleicht schnell müssen wir überlegen, aber dann ist es eigentlich wie routinemässig, weißt, alles ab. Einfach alles gegangen. Also, wärst du schon vorbereitet gewesen. Wir haben auch alles richtig gemacht, sonst hätte er es nicht überlebt. Das ist der Erfolg der Schule. Sie können mit solchen Situationen umgehen. Sie können sie einschätzen, sie können systematisch durchprüfen, was könnte sein. Und dann aufgrund von dem sagen, okay, es ist das, jetzt machen wir das, das und das. Es ist einfach, die Stauverarbeitung ist halt einfach ein gefährlicher Bereich. Es ist in einem Büro nur weniger. Und darum ist es sehr wichtig, dass man die Sachen immer wieder übt. Dass es eine kleine Routine halt gibt. Also am 11. Tag sind wir dann gelegt im Spital. Und ich habe schon irgendwie gemerkt, dass ich noch auch da bin. Ich hatte also Fantasien gehabt. Ich habe auch als ich noch im Spital selber war, auf der normalen Station, hatte ich Hintergrundbeleuchtung, zum Beispiel im Fernsehen oder eine Lampe und. Ich habe ein Hologramm gesehen, alles wie es. Das ist auch so. Das hat viel lang gebraucht. Wir haben nicht gewusst, wie es ihm geht. Wir haben gewusst, er lebt noch, aber es kann ja unterwegs noch viel passieren, oder? Oder im Spital. Eigentlich ist es nicht so gut gegangen. Also für mich, also ich habe gut verkraftet, also für mich war das nicht so ein Problem gewesen, aber trotzdem musste ich überlegen beim Schlafen, wie geht es ihm echt jetzt, oder? Wir haben nachher gerade Feuer oben gemacht, nachdem das passiert ist. Wir haben nicht mehr weitergeschafft, du kannst schon fast nicht mehr weiterschaffen, oder bei so einer Sache. Es sind Menschen, die hier im Einsatz stehen, in einem Umfeld, das nicht ganz einfach ist, in einem Schichtbetrieb. Es wird nicht jeder mit so einer Situation fertig. Also,
Es ist entscheidend, wenn ich Leute habe, Betriebssanitäter oder auch Leute im Arbeitsumfeld, die jetzt mit der Situation nicht fertig werden, müssen wir die nachher unterstützen. Man muss die nachbetreuen, und zwar sehr viel lang, bis man kann sagen, jetzt hat er das verarbeitet. Das ist ganz entscheidend. Da muss man schon heranschauen. Also jetzt, der Fall, wo wir jetzt darüber reden, das ist natürlich schon eine lange Zeit, ist das noch im Schichtteam ein Thema gewesen. Wie geht es den Mitarbeitern? Wie ist er zu Weg? Kommt er wieder gut? Wann kommt er überhaupt wieder? Also das beschäftigt die Leute schon. Es ist einer von ihrem Team, der betroffen ist. Und Brandwunden und das Zeug, das haben wir. Ja, der Stahlboden war nicht so gäbig für das. Eigentlich sollte der Boden ja sauber sein, oder? So haben wir es gelernt, eigentlich. Ja, wegen dem Strom, der kommt, oder? Aber was haben wir gemacht? Wir haben auf den Teppich gezogen, glaube ich. Ja, dann haben wir es gemacht. Ja, wir bringen sie allen Schulungen beibringen. Es ist auch das Thema zum Beispiel Wasserlachen. Das kann es im Sommer mal bei einem Platzregen geben. Das kann es zum Beispiel, wenn jemand fechten will, der Boden in diesen Fechthallen ist auch Metall. Da sollte man auch nicht drauf defibrillieren. Glück gehabt. Wirklich sagen, dass alle so gut reagiert haben. Immer wieder gerne hoffen, es nie mehr zu fahren, aber dass da etwas passiert. Aber, ja. Wenn es passiert, dann muss es halt sein. Dann machen wir das noch einmal.